liebe Montagmorgen und wir fahren. Wo fahren wir nochmal hin? Huntington Gardens, genau. Und da oben ist das Griffith Observatory und das ist so nah von hier, das ist voll krass. Wir sind nämlich hier gerade in Hollywood und holen eine Freundin ab. Wow. Ihr Lieben, es wird ein richtig schöner, angenehmer Tag. Es ist ein bisschen kühl. Oh geil! Hey, das sind die Berge. Wie krass sehe ich jetzt gerade. Das sind die Berge. Wir sind jetzt hier in Huntington. Voll schön. Also wir sind am Beach an Huntington und Huntington Garden. Hier wird noch ein bisschen gebaut. Wir gehen jetzt hier in diesen Park. Garten. Sieht super schön aus. Wir haben das nur online gesehen. Und es ist halt so eine Dreiviertelstunde bis Stunde von LA entfernt. Also echt nicht so weit. Wir sind ziemlich gut durchgekommen. Und danach wollten wir noch in so ein Angel's Garden oder so mal schauen. Auf jeden Fall sieht es echt cool hier aus. Ich bin gespannt. The Huntington Library Art Collections Botanical Gardens. Sehr cool. Du meinst aber jetzt amerikanisches Slot oder meinst du deutsches? Im amerikanischen. Ach so, okay, ja, das stimmt. Oh, voll schön. Das amerikanische Mal in Balslachheim? Nee, da war ich noch gar nicht. Da bin ich aber schon seit 2 Jahren hin. Da war ich mit diesem Team. Ja, stimmt, seit 2 Jahren schon. Ja. Oh, ich liebe diesen Garten. Voll schön. Stimmt, ist echt ein bisschen europäisch. Oh, es ist so schönes Wetter, aber es ist voll angenehm, weil es noch nicht so heiß ist. Und guck mal, hier im Hintergrund. Oh, richtig schön. Das gefällt mir total gut. Und Huntington ist generell voll die schöne Gegend. Wir reden gerade darüber, wie das eigentlich ist, wenn man älter ist, ob man dann wirklich noch in L.A. leben möchte oder wahrscheinlich eher nicht. Und ja, schon ein interessantes Thema auf jeden Fall, ne? Weil viele, unsere Freundin hat gerade erzählt, dass viele, sie hat mit vielen, vielen reichen Menschen hier auch geredet und dass ganz viele Reiche, vor allem die wirklich Geld haben, auch sagen, dass sie auf gar keinen Fall, wenn sie dann Kinder haben, hier in L.A. bleiben wollen oder in der Gegend, weil dann die Kinder einfach verdummen in dem Sinne und einfach, dass du irgendwann natürlich auch auf Kinder gar nicht mehr aufpassen kannst, weil, und dass dieses Lifestyle in L.A. und hier in der Gegend natürlich schon sehr oberflächlich ist, oft zumindest, leider. Und das stimmt, das ist natürlich ein Punkt, den muss man echt betrachten, ne? Wenn man irgendwann mal längerfristig Kinder will, aber ich sag eh, dass ich, wenn nicht irgendwann, weil es wirklich darum geht, werde ich wahrscheinlich auch nicht hier bleiben, aber so für, wenn man jung ist, finde ich es schon nicht schlecht. Und Leute, einfach jeden Tag scheint die Sonne, das ist echt schön. Genau, dazu motivieren, ihr Ding durchzuziehen und auch vielleicht mal. Oh, ihr Lieben, das ist so schön, das ist echt ein Tipp von mir. Macht das auf jeden Fall, Huntington Gardens, beziehungsweise Library hieß das, glaube ich. Schau euch das mal an. Das ist so schön hier. Wie geil ist das bitte mit den ganzen Kakteen im Hintergrund? Voll cool. Und es ist echt schönes Wetter. Sehen? Oder wenn die Agent. Geil. Schau euch das mal an hier. Schaut mal, wie schön das hier ist. Diese Farben, Leute. Und riesen Bambus. Oh Gott, hier gibt es so viel zu sehen. Ich würde am liebsten noch mal länger hinkommen. Aber das ist eher so, kostet übrigens $23. Wir waren auch erst etwas überrascht und geschockt. Aber es lohnt sich, finde ich. Also, Hammer. Okay, let's get a picture of all of us. Und das kostet auch wieder so. Ja. Sind wir kurz in Japan gelandet? Auch sehr geil. Also ich muss sagen, es ist echt ein richtig schöner Park. Das ist echt riesig. Wir wollen auf jeden Fall mal wiederkommen und hier auch Bilder machen, weil das ist echt schön. Na, was schaust du? Hm? Was du machst? Nee, also ja, ich glaube schon immer. Wir fahren jetzt zum Angeles National. Das ist auch richtig geil hier, die Berge, kann man auch Skilift machen. Siehst du schon Skilift? Nee, aber ich kann da. Ja, das sind auch riesige Berge hier. Oh, Leute, schaut mal, wir sind jetzt hier schon im Angeles National Forest. Oh mein Gott, geil. Und da hinten, ich glaube, das müsste Downtown LA sein. Das ist krass. Wow, hier geht's auch ein Stückchen runter. Das müsste echt, das müsste LA sein. Da hinten. Krass, das sieht so nah aus. Angels National Forest. Oh, ist das schön, die Luft ist voll geil hier. Ja, stimmt. Total angenehm. Ja, bitte nicht. Wir sind jetzt hier keine Ahnung, wo wir wirklich angekommen sind. Information, Bear Country heißt das. A Shady Retreat. Keine Ahnung, Angels National Forest, Safety Alert. Oh, da steht irgendwas mit Safety Alert, mit Poodle Dog Forest und so. Hier ist irgendwie so ein Trail, das ist der einzige, den wir gefunden haben. Nur hier ist irgendwie niemand, mal schauen. Ja, auch ein paar Dellen. Ihr Lieben, wir sind jetzt hier auf dem Rückweg, weil leider war hier nicht so viel in diesem Angeles National Forest. Das ist alles ein bisschen abgebrannt, ein bisschen grau. Aber trotzdem ganz schön, mal gesehen zu haben. So eine Landschaft sieht man ja auch nicht überall. Und ja, jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder hochlaufen. Puh,
Aber schönes Wetter auf jeden Fall. Und dann geht's wieder nach Hause. Hallo ihr Lieben, es ist Montagabend und ich liege gerade so im Bett am Laptop und auf einmal macht, und ich habe die ganze Zeit mit Jess geschrieben und irgendwie per WhatsApp Voicemail hin und her geschickt und auf einmal höre ich halt so, die anderen schlafen schon, wie so eine Tür knallt. Ich denke mir so, es ist gerade keiner hier, wir haben eine Baustelle und ich habe schon voll Angst bekommen. Ich bin ja so super, ich bin super ängstlich, was das angeht. Und auf einmal macht es irgendwie so schon Geräusche und ich so, hä? Und auf einmal macht es so, buh. Und ich so, okay, ich so, Jess. Und ich so, yes, so, guess who's here? Surprise! How do you say surprise? Do you say surprise? Well, you can say surprise, yeah. Or but do you just say boo? No, Überraschung. 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 Yeah. Yeah. Wait, you have to show them the boo. Okay, okay. Also, Jess hat mir noch Weihnachtsgeschenke, mitgebracht. Und weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Und voll süß, weil sie sagt ein Wort immer extrem oft, hätte sie auch schon aufgefallen. Und zwar. Darling! Hello darling! Oh, so cute, it is perfect. Guck mal, because, also hier, schaut mal, weil es ist Gold und ich habe alles in Gold und es ist super. Juhu, es passt. And there's, okay, do you want me to hold it while you order? Okay. Okay, let's see what else. What else is in the goodie bag? Alles, oh wait, don't worry, there's nothing scandalous in there, don't worry. Oh my god. Oh, this is, wait, what is this? It's a t-shirt. Oh my god. Oh my god. This is so cool. Guck mal hier, Melonen. Hashtag Team OCJ. Oh my god, this is so cool. Thank you. You're welcome. Oh, this is so perfect. Okay, there's one more thing. Okay. More thing. Okay. Because it's something your apartment always needs. Oh my god. Oh, nice. Hong Kong. Da war Jess nämlich gerade. Oh my god, this is so cool. Because we don't have any. Like this. Yeah, I know you need one. And I will order from my mom. Oh, Jess. Oh, Dankeschön. Thank you. Oh, I'm glad you like it. Yeah, it's so cute. So now you'll always be by my side, darling. Yeah. On my body. Oh. And in my body. And in my mouth. Oh, my yeah, God. So cute. What are you, tell us what you're doing tonight. Okay, so tonight, Louisa's not going out because... She's already in her PJs. Yeah. So. If I'd known, I would have come. Do you want to just get ready now? When are you leaving? In an hour. Can I get in? I can ask. I'm sure you can. Ask. Yeah, okay. But why don't we just, okay. So, special birthday celebration for Mike Will Made It. He produces so many songs, like, you know, like Miley songs and everyone else. And it's at Project. I've never been to Project. It's not even open on Mondays? And it's Monday today. Yeah, because it's for his birthday celebration. Oh wait, so it's really exclusive. It's really exclusive. So this promoter was like, it's supposed to be crazy tonight, and they're only selling tables tonight. Okay. So there are no even promoter girl tables. But Polina said that you guys can yeah. get in. Yeah. So ask her. Yeah, I mean, I'd come with you guys. Like if, okay, yeah, let me call her. Okay, perfect. Okay. Hallo, lieben. Stop! You're the worst! Hi, everyone. So, guess who I convinced to go out with me tonight? Oh my god, look at... Oh, wait. Look at her. Look at how cute she is. So, we just did hair, makeup, everything. We're all ready to go! Yes, I'm excited. And hopefully Miley will be there. I know, that would be so cool if she was there. I know. But what if she isn't? Well, then we're still gonna have a good night. Okay. Yeah. Is responsible for half the I got no respect. Wow, Gordo, that's you, Gordo. Wow, that's a lot of money right there, Gordo. Thanks, my man. I need to see some motherfucking bottle popping. Hey! Bad bitches, I'm so happy, baby, now I'm like
happening. Hallo ihr Lieben, es ist Dienstag und es ist wieder schön laut hier, weil die Bauarbeiten sind. Ich bin hier gerade draußen auf der Terrasse. Immerhin ist das Wetter wirklich wunderschön, toll, toll. Und ich war gestern noch mega spontan mit der Jess und der Paulina weg. Es war so lustig. Wir waren im Project, aber ich war auch noch nicht. Das ist ein Hollywood-Club. Und der war extra eigentlich nur mittwochs und... Nee, Donnerstag war der Samstag, glaube ich, auf. Die Clubs in L.A. haben immer so bestimmte Tageszeiten, wo die auf sind in der Woche. Also zum Beispiel One Oak ist, glaube ich, Samstag und Donnerstag oder so. Und DBA ist Montag und Freitag. Und es gibt immer so verschiedene, verschiedene Tage, wann es halt auf ist. Auf jeden Fall waren wir halt gestern und kann sich auch hier sitzen. ja, es war mega lustig. Paulina hat irgendwie noch den Manager von dem Club angerufen und sind wir da irgendwie so mega leicht reingekommen. Und dann ja, war es irgendwie super nett und sind wir irgendwann da zum DJ-Pult hin und dann hat irgendein Typ da mit Jess geredet und wollte, dass die hochkommen und sind wir da alle hin und es war halt Michael Made It's Geburtstag und die Ray Strumman-Jungs waren auch da, die haben wir ja schon letztes Jahr im DBA gesehen, live. Und dieser Michael Made It, den kennt ihr von, der hat Miley Cyrus produziert, der hat alle großen, also keine Ahnung, alles was im Radio läuft, hat der eigentlich produziert. Und der hat halt Geburtstag und dann waren wir dann irgendwann noch bei ihm am Tisch und es war halt super lustig. Da hat Paulina irgendwie noch mit den Jungs geredet und meinte einer, ja, so After Party in den Hills bei ihm zu Hause. Und es ist halt immer so, und dann, ey, dass die meistens dann noch so After, also dass die nicht natürlich allen das sagen, aber so ein paar Leute dann immer so auf die Afterpartys noch gehen. Und zwar sind wir dann noch da Laurel Canyon hingefahren, in das Haus, ich habe eh gefilmt und es war super lustig, wir waren jetzt auch nicht mehr so lange da, wollten nur mal kurz uns die Häuser anschauen, wir sind ja immer so interessiert, wie die Häuser aussehen, deswegen sind wir dann nur noch kurz rein, und aber war total nett, die waren auch alle ganz lustig, die Leute, und es ist halt schon irgendwie lustig, dann mit denen da abzuhängen und zu feiern, also war echt ein lustiger Abend und es war auch schon mal wieder was für Jess zu machen und Paulina, genau, und jetzt habe ich hier heute noch gerade ein Paket bekommen. Und zwar, hier steht schon Coachella drauf. Aber ich weiß nicht, ob das mit Coachella was wird. Ich glaube es ehrlich gesagt fast nicht. Ich habe gestern auch mit einem Typen geredet, dem der Club gehört. Und er meinte auch so, ja, er weiß noch nicht, ob er geht. So. Ich habe versucht, über ihn irgendwie noch Tickets zu bekommen. Aber er meinte auch, es ist schwierig und bla. Naja, egal. Nächstes Jahr vielleicht oder irgendwann anders. Vielleicht wird es ja noch was. Und hier ist, ah ja genau, noch ein paar Sachen für ein Fotoshooting. Und die mache ich jetzt auf und zeige sie euch. Das ist alles von CC, ne? Wow. Hier, das ist ganz süß und Oberteil. Dann, ach cool. Ah, ob das mir passt, aber es ist ganz süß. So ein Body. Cool. So eine Jaggins, so eine Jeans, Leggings, ist ja immer ganz gut, beziehungsweise ist eigentlich schon fast eine Jeans. Kann man immer gut gebrauchen. Dann eine mintfarbene Hose. Auch ganz gut für den Sommer jetzt, ja. Die ist eigentlich ganz cool, die passt ziemlich nach L.A., schöner L.A.-Style. Ups. So, dann, ah ja, ach genau, so ein Jeanskleid. Das ist auch ganz süß, aber das sieht so groß aus. Medium. Noch ein, ah, das ist geil. So ein Oberteil hier. So ein schönes, lockeres. Das ist super für das Wetter hier, weil man immer nicht weiß, was man anziehen soll, weil es immer so warm hier ist. Und vor allem so, dass man halt so schwitzt, deswegen, das ist natürlich super. Oh, das ist auch cool. Ich wusste gar nicht, ehrlich gesagt, dass Cezines auch so Klamotten hatten am Anfang. Ich dachte immer, die machen nur Unterwäsche und Bikinis und so. Die gehören ja auch zu der Calcedonia-Gruppe, soweit ich weiß. Und mit denen war ich ja auch, mit Intimissimi war ich ja vor ein, zwei Jahren in Verona unterwegs. Und deswegen, jetzt arbeite ich wieder mit denen zusammen. Für Cezines eben. Und das ist auch cool hier, das Oberteil. Das ist hier schön luftig, locker. Das ist immer sehr gut. Ah ja, genau. Dann noch so ein bodenlanges Kleid. So ein ganz schlichtes blaues. Finde ich auch sehr schön. Das ist super. Und so ein, ja gut, das ist jetzt nicht so meins. Hier so ein Punkte-Oberteil. Ist ganz okay, aber ist ganz süß. Aber es ist, glaube ich, eher so, nicht so, passt nicht so zu mir. Aber das ist auch noch schön. Schaut mal, so ein geiles kobaltblaues Oberteil. Und jetzt Coachella-Mood. Das kann man ja auch so tragen, die Coachella-Sachen. Das ist ja nicht nur Coachella, wir leben ja hier in L.A. Da kann man ja auch eigentlich das ganze Jahr über so Sachen tragen, die eher so Festival-Style sind. Das ist ja das Gute daran. Ah, cool. Das sieht schon mal gut aus. Ich fange gerade nicht, ich filme.
sieht schon mal geil aus. Oh, jetzt kommen die zusammen. Oh, geil. Also Leute, hier eine richtig schöne Coachella Jeans Shorts, aber die ist cool, die kann man auch so auf jeden Fall tragen. Meine Shorts sind hier immer super, ich trage hier so viele Shorts, weil es einfach warm ist. Nochmal so ein Spitzenoberteil, das ist auch sehr süß. Ah, cool. Ein schlichtes graues Kleid, das ist perfekt. Das kann man immer gut gebrauchen. Und was ist das hier? Oh, achso. Ja, sehr geil. Das passt aber perfekt. Oh mein Gott, das muss ich am Strand fotografieren. Wie geil das leuchtet. Hey, schau ich das mal an. Sehr cool. Oh, schön. Und ein schönes weißes. Oh, das ist süß. Spitzenoberteil. Das ist echt, solche Sachen sind echt perfekt, wenn ihr nach LA reist. Also sowas ist immer super, weil das so schön luftig ist und leicht und man das gut kombinieren kann. Ach, geil. Genau, und so, für die Bikinis sind sie bekannt. Hier. Der ist doch mal geil. Schöner Palm in meinem Lieblingsprint. Ich liebe ja Palmen. Das wisst ihr wahrscheinlich. Allein schon durch Instagram. Wie oft ich da Palmbilder poste. Und ein bisschen Hawaii-Feeling. Und dazu die passende. Oh. Passende. Ja, sehr cool. Also, jetzt muss ich nur noch das heute fotografieren bis morgen. Genau. Und ich freue mich so, weil am Freitag kommt schon meine Freundin, die Sarah. Und am Sonntag kommt die Julia. Und dann werden wir auf jeden Fall die nächsten Tage auch noch irgendwie einiges, denke ich mal, machen, unternehmen. Aber ich nehme mich natürlich wie immer mit. Und währenddessen könnt ihr natürlich auch gerne bei mir bei Instagram vorbeischauen, Lisa Nior. Da poste ich ja wirklich täglich neue Bilder. Und dann kriegt ihr es natürlich auch mal aktuell mit, was ich mache. Oder bei Snapchat auch ab und zu. Wobei ich da nicht mehr so viel mache, aber ab und zu schon noch. Also Lisa Science. Also schaut vorbei und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Das ist alles von C10, ne? Wow. Hier, das kommt süß im Oberteil. Dann. Ach cool, ja, ob das mir passt, aber es ist ganz süß. So ein Body. Cool. So eine Jeggings, so eine Jeans, Leggings, ist ja immer ganz gut, beziehungsweise ist eigentlich schon fast eine Jeans. Kann man immer gut gebrauchen. Dann eine mintfarbene Hose. Auch ganz gut für den Sommer jetzt, ja. Die ist eigentlich ganz cool, die passt ziemlich nach LA, schön LA-Style. Ups. So, dann, so ein Jeanskleid. Das ist auch ganz süß, aber das sieht so groß aus. Medium. Das ist geil. So ein Oberteil hier. So ein schönes, lockeres. Das ist super für das Wetter hier, weil man immer nicht weiß, was man anziehen soll, weil es immer so warm hier ist. Und vor allem so, dass man halt so schwitzt. Deswegen, das ist natürlich super. Oh, das ist auch cool. Ich wusste gar nicht, ehrlich gesagt, dass C10 auch so Klamotten hatten am Anfang. Ich dachte immer, die machen nur Unterwäsche und Bikinis und so. Die gehören ja auch zu der Calcedonia-Gruppe, soweit ich weiß. Und mit denen war ich ja auch, mit Intimissimi war ich ja vor ein, zwei Jahren in Verona unterwegs. Und deswegen, jetzt arbeite ich wieder mit denen zusammen. Für C10 eben. Und das ist auch cool hier, das Oberteil. Das ist so schön luftig, locker. Das ist immer sehr gut. Ah ja, genau. Dann noch so ein bodenlanges Kleid. So ein ganz schlichtes blaues. Finde ich auch sehr schön. Das ist super. Und so ein, ja gut, das ist jetzt nicht so meins, hier so ein Punkte-Oberteil. Ist ganz okay, aber ist ganz süß, aber es ist, glaube ich, eher so, nicht so passt nicht so zu mir. Aber das ist auch noch schön. Schaut mal, so ein geiles kobaltblaues Oberteil. Und jetzt Coachella-Mood. Das kann man ja auch so tragen, Coachella-Sachen. Das ist ja nicht nur Coachella, wir leben ja hier in L.A., da kann man ja auch eigentlich das ganze Jahr über so Sachen tragen, die eher so Festival-Style sind. Das ist ja das Gute daran. Ah, cool. Das sieht schon mal gut aus. Ich fange gerade nicht, ich filme. Das sieht schon mal geil aus. Oh, jetzt kommen die zusammen. Oh, geil. Also Leute, hier eine richtig schöne Coachella Jeans Shorts, aber die ist cool, die kann man auch so auf jeden Fall tragen. Meine Shorts sind hier immer super, ich trage hier so viele Shorts, weil es einfach warm ist. Nochmal so ein Spitzenoberteil, das ist auch sehr süß. Ah, cool. Ein schlichtes graues Kleid, das ist perfekt. Das kann man immer gut gebrauchen.
Und was ist das hier? Oh, achso. Haunted. Ja, sehr geil. Das passt aber perfekt. Oh mein Gott, das muss ich am Strand fotografieren. Wie geil das leuchtet. Hey, schau ich das mal an. Haunted. Sehr cool. Oh, schön. Und ein schönes weißes. Oh, das ist süß. Spitzenoberteil. Das ist echt, solche Sachen sind echt perfekt, wenn ihr nach L.A. reist. Also sowas ist immer super, weil das so schön luftig ist und leicht und man das gut kombinieren kann. Ach, geil. Genau, und so, für die Bikinis sind sie bekannt. Hier. Der ist doch mal geil. Schöner Palmen, mein Lieblingsprint. Ich liebe ja Palmen. Das wisst ihr wahrscheinlich. Allein schon durch Instagram. Wie oft ich da Palmenbilder poste. Und ein bisschen Hawaii-Feeling. Und dazu die passende... Oh. Ja, sehr cool. Also, jetzt muss ich nur noch das heute fotografieren, bis morgen. Genau. Und ich freue mich so, weil am Freitag kommt schon meine Freundin, die Sarah, und am Sonntag kommt die Julia. Und dann werden wir auf jeden Fall die nächsten Tage auch noch irgendwie einiges, denke ich mal, machen, unternehmen. Aber ich nehme mich natürlich wie immer mit. Und währenddessen könnt ihr natürlich auch gerne bei mir bei Instagram vorbeischauen, Lisa Nyon. Da poste ich ja wirklich täglich neue Bilder. Und dann kriegt ihr es natürlich auch mal aktuell mit, was ich mache. Oder bei Snapchat auch ab und zu. Wobei ich da nicht mehr so viel mache, aber ab und zu schon noch. Also Lisa Science. Also schaut vorbei und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. So, ich habe jetzt fertig gemacht. Das ist mein neues Kleid von C10. Ich habe es gleich angezogen. Meine Gästtasche, die ist echt super. Die ist perfekt immer so zum Rumtragen. Und weil da viel reinpasst und man sie gut umhängen kann. Und ich treffe mich jetzt mit meinem alten Freund. Der ist aus Deutschland hier. Und genau, gehen wir was trinken oder essen hier in der Nähe, also lunchen. Und dann muss ich später noch ein bisschen arbeiten. Also, bis dann. Tschüss. Ja, das sieht voll lecker aus. Es ist, was ist heute Mittwoch, ne? Ja. Es ist Mittwoch und es ist wieder, wie wäre es auch anders zu erwarten, es tut mir leid für euch in Deutschland wirklich, aber die Sonne scheint, es ist strahlend, blauer, ja, du bist eh schon extrem braun, meine Beine brennen auch schon voll, strahlend blauer Himmel und wir sind auf dem Weg, ich komme jetzt einfach mit, die Lina hat ein Appointment im Apple Store, im Apple Shop wegen ihrem Laptop und weil es ja immer so Spaß macht, hier einfach Auto zu fahren und man irgendwie einfach schon beim Autofahren so viel erlebt, hat sie mich gefragt, ob ich nicht mitkommen will, da sage ich natürlich nicht nein. Und deswegen bin ich mal vom Laptop jetzt aufgestanden. Jetzt fahren wir zum Apple Store, The Grow. Dann klären wir das noch mit meinem Handyvertrag, weil ich brauche mal wieder meine amerikanische Nummer funktioniert irgendwie gerade noch nicht. Ich glaube, weil ich zu lange nicht die Karte aktiv hatte. Ja, und dann wollten wir vielleicht heute Abend oder heute Mittag. Achso, dann gehen wir danach noch zum Farmers Market, sag mir gehen. Farmers Market. Also ich denke immer an Dings, weißt du, an Whole Foods, wenn du Farmers Market sagst. Ich weiß es nicht, das ist voll in meinem Kopf drin. Ja, geil, Farmers Market, hey, ja, genau, jetzt bin ich voll excited. Ja, geil. Dann gehen wir noch zum Farmers Market essen. Da gibt es nämlich richtig geile Sachen und extrem gesund und, was heißt gesund, aber extrem frisch die Sachen. Und ich habe da so einen Lieblingsladen, wo ich mal hingehe und so, da gibt es so Hummus und so ein Zeug. Als mal hier war, war hier noch Weihnachtsbeleuchtung im November. Jetzt ist schon wieder alles schön sonnig. Farmers Market und zwar sind wir in dem The French Crab Company und wir können uns gerade entscheiden, was wir nehmen sollen, weil hier gibt es nämlich auch salzige Crabs, mega geil. Ja, ist schon endlich gut aus. Zeig mal, wie die gemacht werden. Guck mal, es sieht richtig gut aus. Und es ist so schönes Wetter, Leute. Übrigens, schaut mal bitte bei der Lina vorbei und falls ihr der Lina noch nicht folgt auf YouTube, ja, hier kleine Shoutout, meine Liebste, folgt der Lina auf YouTube, weil sie filmt ja auch immer und die sieht dann auch mal aus ihrer Sicht ein paar Sachen filmt sie, die ich nicht filme. Und eben, wir haben eben über das Heiraten geredet, ja, also was da unsere Pläne sind, könnt ihr bei ihr sehen. Und ich habe ein bisschen was mit Apple Store erzählt, ich habe nämlich wieder Kerle ausgecheckt, also das interessiert meine Geschichte. Wegen mir jetzt? Oh, was wäre das nötig gewesen. Schaut auf jeden Fall auch bei ihr vorbei, weil da passieren auch mal sehr lustige und interessante Dinge. Immer schön fleißig bei den Videos schauen, ne? Genau. Ja. So, und hier ist, ich liebe diese Stühle, die sind geil, da kann man sich drehen. Ja, richtig wie ein Deiner. Okay, bis später. Ich würde gerade hinaus. Ja, sieht voll geil aus. Es ist immer noch Mittwoch, genau. Vielleicht hört ihr im Hintergrund die Bauarbeiter reden. Es ist ein bisschen laut hier, wie gesagt. Wir haben hier echt ein bisschen riesen Baustelle, wo wir gerade wohnen.
Das ganze Haus wird hier gerade komplett renoviert, neu strukturiert. Ist ein bisschen schade, deswegen ist es mal sehr laut morgens. Aber das Gute ist, dass ich hier in LA dank der Lina und Nathalie wirklich immer extrem früh ins Bett gehe für meine Verhältnisse. Ich bin hier teilweise um 9 oder 10 schon am Schlafen, weil ich auch mal so müde bin und kaputt. Genau, und das Gute in dem Sinne ist natürlich auch, durch die Bauarbeiten ist es hier morgens sehr laut. Das heißt, man kann auch gar nicht viel länger schlafen als 8. Also länger als 8 habe ich hier, glaube ich, noch gar nicht geschlafen. Fängt meistens schon um 7 an oder 6:30. Aber ist ja okay, ich bin glücklich hier zu sein. Die Sonne scheint jeden Tag. Ich bin so viel fröhlicher hier. Bin wieder so komplett mit Energie geladen. Das gefällt mir wirklich richtig gut hier. Aber nichtsdestotrotz versuche ich natürlich trotzdem weiterhin auch zu arbeiten und nicht ganz nur Urlaub zu machen, sondern auch ein bisschen in meinem Blog natürlich weiterzuarbeiten. Heute ging es darum, ob ich Snapchat lösche oder nicht. Da hatte ich drüber nachgedacht. Viele hatten sich gewünscht, dass ich das nicht tue. Ich werde es weiterhin behalten erst einmal, aber ich werde auf Snapchat nicht mehr so Sachen doppelt machen wie hier in den Videos, weil ich möchte einfach, dass ihr hier auf YouTube meine kleinen Löwen so alles mitbekommt und einfach auch das meiste davon habt, wenn ihr meine Videos schaut, dass auch die Sachen nicht doppelt sind, dass ihr einfach neuen Content habt und auf Snapchat wird ab und zu mal irgendwie eine lustige Geschichte kommen oder ein Question and Answer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann mache ich da gerne mal so eine kleine Snapchat-Geschichte draus oder so. Aber die Neuigkeiten, die Sachen, wo ich euch mitnehme in mein Leben, das wird hier weiterhin hier passieren. Es kommen auch demnächst, wenn die Flashback-Videos vorbei sind, da folgt jetzt noch ein Video aus Kapstadt. Genau, das Kapstadt-Video freue ich mich schon total drauf, euch das zu zeigen. Muss ich noch schneiden. Und ein Video aus meinem Skiurlaub und dann sind wir durch mit den Flashbacks. Juhu, endlich geschafft. Und dann versuche ich aber weiterhin jeden Freitag um 16 Uhr ein Video hochzuladen. Und das werden dann so Sachen sein wie Videos mit anderen YouTubern oder mal eine Challenge oder mal ein Hair-Tutorial oder Make-up-Routine. Oder alles Mögliche. Also da kommen dann einfach so ganz normale Videos online, dass ihr nicht nur immer meinen Alltag mitbekommt und immer nur seht, was ich so mache, sondern auch mal irgendwie coolere Videos, so, wo ich mich ein bisschen Mühe gebe oder so. Genau. Was wollte ich euch noch erzählen? Ich habe mir überlegt, ich will auch meinen Blog jetzt weiter strukturieren, weil das hat bis jetzt wirklich super geklappt, dass ich immer montags und freitags das Video hochlade. Bis jetzt funktioniert das wirklich gut. Einmal hat es nicht funktioniert wegen Internet, aber ansonsten bin ich da echt froh, dass das so gut klappt. Und ich habe mir überlegt, dass ich das auch für meinen Blog haben möchte, dass ich so eine Routine habe, dass ich weiß, an dem und dem Tag kommt was online. Ich werde mir das jetzt noch überlegen. Ich bin gerade dabei, mir hier eine Liste zu schreiben, die ganzen Sachen, die ich noch posten muss. Ich habe nämlich noch einige Blogposts für euch, also noch richtig viele Outfits, auch von LA, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe, auch vom letzten Mal noch. Weiß nicht, ob ich die noch hochladen werde. Aber auch aus Wien noch ein paar richtig schöne und auch in LA schon wieder neue gemacht. Deswegen, die möchte ich euch natürlich alle noch zeigen. Und ich habe auch auf Instagram mal gefragt, was ihr so am liebsten sehen möchtet. Und auf Instagram habe ich mich jetzt entschlossen, immer mehr so Lifestyle-Sachen zu posten. Also mal ab und zu natürlich auch ein Outfit of the Day, was ich so trage. Aber auch viel von der Landschaft hier. Solange ich in LA bin, muss das ja irgendwie ausgenutzt werden, dass ihr auch ein bisschen mitbekommt, was es hier alles Schönes zu sehen und zu machen gibt. Gerade wenn das so Tipps von mir sind, was ihr euch ansehen solltet oder machen solltet oder welches Restaurant gut ist, dann schreibe ich immer den Hashtag Luisa Takes LA dahinter, weil dann könnt ihr auf den Hashtag klicken und habt da echt alle meine Restaurant-Tipps und alles, was ich euch so empfehlen kann. Und da hattet ihr euch mehr Bilder gewünscht von meinen Outfits, genau, und mehr Bilder von Essen und mehr Bilder von der Landschaft. Und das werde ich doch natürlich versuchen, so umzusetzen. Deswegen auf Luisa Nior auf Instagram gibt es jetzt immer mehr Bilder so aus meinem Leben hier in LA und so ein bisschen Lifestyle-Sachen. Und auf Snapchat eher so persönliche Question-Answers oder so Fragen, die beantwortet werden. Oder mal lustige Momente, wenn ich mal irgendwie über einen Typen rede oder irgendwas Lustiges, was halt irgendwie gerade so passt, was aktuell, tagesaktuell ist. Da heiße ich Luisa's Lions. Genau. Und dann habe ich mir überlegt, auf dem Blog natürlich weiterhin die Outfits. Aber ich möchte auch ganz stark viel mehr in diese Reiserichtung gehen und euch so ein paar mehr Reisetipps geben. Die Lina und ich überlegen gerade, ob wir einen Reiseführer schreiben für, also was heißt ein Reiseführer? So einen persönlichen Reiseführer für LA, dass wir euch so ein bisschen erzählen, was unsere Lieblings-Hotspots sind. Wir wollen den echt cool machen, deswegen da sind wir gerade am Arbeiten. Ich hoffe, das klappt bald. Genau, also auf Instagram, auf meinem Blog Outfits. Lifestyle-Themen. Ich möchte neben den Reiseberichten und Hotelberichten und solchen Geschichten aber auch mehr Fitness wieder machen. Ich weiß, das gibt es auf Oakley Journey natürlich auch viel, aber vielleicht, dass ich so einmal die Woche oder einmal alle 2 Wochen auch irgendwie so einen Fitness- oder Ernährungspost mache, dass es auch bei mir wieder so ein bisschen stärker ist. Oder auch mein Sportoutfit zum Beispiel oder so ein, was ich euch empfehlen kann. Und dann noch
ab und zu so Beauty-Themen wie eine Haarroutine oder was für Produkte ich benutze oder auch persönliche Posts. Ich habe euch das eh schon erzählt, dass das bald kommen wird. Die muss ich jetzt noch schneiden, die Videos. Und zwar habe ich ja so eine Reihe angefangen über mein Leben, was ich so mache als Bloggerin, was ich studiert habe, wo man Praktikum machen kann, wie das abläuft und solche Geschichten, wo ich extrem viele Fragen immer zu bekomme. Und ich habe mir überlegt, ich möchte echt wie so ein kleiner Ratgeber für euch sein. Also deswegen, ihr wisst eh, ich gehe total gerne darauf ein, was ihr euch wünscht. Und ich würde mir auch weiterhin wünschen, dass ihr mir immer kommentiert, was euch interessiert. Weil schließlich mache ich die Videos größtenteils für euch. Also natürlich macht mir das auch super, super Spaß. Aber ich mache sie einfach, damit ihr vielleicht ein bisschen weiterkommt im Leben, damit ihr vielleicht motivierter seid, damit ihr wisst, was es so da draußen alles für Möglichkeiten gibt. Und genau, deswegen möchte ich natürlich auch auf euch eingehen. Und ich werde euch, sobald es dann wirklich einen direkten Plan gibt, natürlich Bescheid sagen, wann welche Sachen online kommen, beziehungsweise welche Tage fest sind und werde das hier mit euch kommunizieren. Ja, jetzt wünsche ich noch einen schönen Abend. Hallo, ihr Lieben, es ist 3:15. Immer noch eigentlich Mittwoch, beziehungsweise jetzt schon Donnerstagmorgen und ich bin so fertig. Ja, langsam werde ich müde. Aber ich war mega, mega fleißig heute und habe ganz viele Sachen vorbereitet. Ich habe euch auf jeden Fall, glaube ich, schon gezeigt, dass, oder gesagt, dass ich mir ein bisschen was überlegt habe wegen meinem Blog und das alles so ein bisschen ordnen wollte und mit Videos und allem und mit festen Tagen. Ich habe mir jetzt schon Sachen aufgeschrieben, habe hier so einen Kalender, wo schon Sachen draufstehen. Muss mal schauen, ob ich das so durchziehen mache. Und auch in meinem anderen Kalender hier, in meinem Planer, haben mir ganz viele Sachen aufgeschrieben, Posts und Videos, die ich noch machen muss. Und ich konnte einiges abhaken heute, also wirklich sehr gut. Aber genau, dafür saß ich jetzt auch, glaube ich, 10 Stunden straight am Laptop. Also war schon ein bisschen länger jetzt. Ja, mindestens eigentlich sogar länger, glaube ich. Naja, egal. Ich gehe jetzt in mir schlafen. Ich habe gerade noch einen neuen Blogpost gemacht. Der geht dann auch heute noch online. Und zwar mit dem Nike-T-Shirt, mit diesem L-T-Shirt aus der City Collection. Schaut gerne mal vorbei bei Style Roulette. Wie gesagt, das wird jetzt ziemlich sicher immer dienstags und donnerstags neue Outfit-Bilder geben. Und dann Sonntag immer noch so ein Lifestyle-Post. Es kann ein Sunday-Thoughts-Post sein, ein persönlicher Post. Es kann ein Beauty-Post sein, ein Reise-Post, Sport-Post, irgendwas in die Richtung. Also das wechselt immer. Aber das habe ich mir überlegt, dass so Dienstag, Donnerstag, Sonntag wahrscheinlich so die festen Tage werden. Also ich will es noch nicht 100%ig versprechen, aber ich werde es versuchen auf jeden Fall. Und hoffe, dass ich da genauso in einen guten Rhythmus reinkomme wie bei den Videos. Also, Lieben, gute Nacht. So, ihr Lieben, es ist 3.55 Uhr, also 4 Uhr morgens und ich gehe jetzt endlich schlafen. Ich habe jetzt wirklich, oh, bestimmt 16 Stunden mindestens durchgearbeitet und an meinem Blog gearbeitet und an meinem Konzept für euch, für uns, für mich. Und, ja, auf jeden Fall, warte, sorry, ich muss jetzt mal kurz hier Licht machen, sonst sitze ich im Dunkeln mit euch. Auf jeden Fall wollte ich euch noch gute Nacht sagen und bleibt motiviert, es lohnt sich. Gute Nacht. Baggy Time! Nein, okay, ich esse nicht. Ihr merkt ja sonst immer, dass ich esse, wenn ich mit euch rede. Das möchte ich natürlich nicht machen. Ich möchte, dass ihr mich versteht. Es ist Donnerstag, glaube ich. Ja, ich komme mir langsam schon wieder ein bisschen durcheinander bei den ganzen Tagen, weil ich ja keinen geregelten Tagesablauf habe. Aber heute, ich war gestern so lange wach. Ich habe ja noch gestern ganz viel gebloggt und vorbereitet und alles. War echt richtig, richtig, richtig fleißig. Und dann bin ich erst so um 5:30 im Bett gewesen und dann habe ich so ungefähr 3 Stunden geschlafen. Und dann bin ich aufgewacht, ohne Witz jetzt, weil es so ruhig war und ich mich gewundert habe, ich so, hä, wie spät ist es denn? Und dann war es aber irgendwie erst kurz vor 7 oder 7:30 oder so. Und ich so, hä, warum bohrt hier niemand? Warum ist es nicht laut? Warum höre ich keine Presslufthammer und so weiter? Und ich war voll verwirrt, weil es so leise war, weil die haben heute Morgen erst voll spät angefangen, die Bauarbeiter. Also wahrscheinlich, weil sie gestern so lange hier waren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, habe ich mich jetzt schon, ich habe mich schon so an den Lärm gewöhnt innerhalb von einer Woche, dass ich mich schon wundere, wenn es leise ist. Ist auch mal was, ne? Aber hey, der Mensch passt sich an. Aber es ist schon okay. Ich meine, es ist zwar laut, es ist ein bisschen nervig, aber hey, ich mache das Beste raus, man kann sich ändern. Viel, viel schlimmer ist nämlich, dass heute mein Laptop mal wieder den Geist aufgegeben hat. Ja, sehr, sehr ärgerlich. Netterweise darf ich gerade Linas benutzen. Ja, das ist sehr lieb von ihr. Danke, Schatzi.
Weil es gerade beim Tennis und gibt gerade Tennisunterricht und mein Baby. Leute, mein Baby will nicht mehr. Mein Baby. Böses Baby. Mein Laptop geht nicht mehr an. Gar nicht mehr. Ich hatte so viele Sachen dran. Das ist mir schon zweimal passiert mit dem, oder glaube ich dreimal, auf jeden Fall letztes Jahr. Seit letzten Mal im Oktober hier in L.A. nicht mehr. Und dann war ich beim Apple Store und der hat den auch erst nicht anbekommen. Dann habe ich ihn 2 Tage ruhen lassen und habe ich ihn irgendwann selber noch probiert anzubekommen. Und dann ging er auf einmal wieder. So richtig random, ganz komisch. Und es lag wahrscheinlich daran, dass ich zu viel Zeug drauf hatte. Aber diesmal, ich habe eigentlich danach dann alles runtergenommen, auf meine externe Festplatte getan. Und ich habe jetzt auch echt nicht mehr so viel Zeug drauf, aber gestern Nacht, weil ich ja halt so viel gearbeitet habe und alles von der einen Festplatte zur anderen gemacht habe, habe ich halt relativ viele Fotoalben zwischengespeichert und Videos zwischengespeichert auf dem Laptop und ich habe sie nicht mehr runtergenommen. Und ich glaube, daran liegt es, weil ich hatte dann noch meinen Final Cut auf, ich hatte alle möglichen Sachen wie Spotify und so weiter und so fort. Ich habe bestimmt immer, ich habe mindestens immer so 10, 20 Tabs auf. Ich habe noch irgendwelche Videos gerade verschickt, das heißt, wahrscheinlich war es zu viel. Naja, auf jeden Fall. Ist das scheiße. Weil jetzt kann ich nicht arbeiten. Und jetzt langweile ich mich. Nein, aber es ist wirklich, ich muss sagen, es hört sich jetzt so bescheuert an, ne, für manche vielleicht, aber ich muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen, an diese Freizeit, beziehungsweise ich bin schon viel, viel weniger am Handy, finde ich. Also es ist meine eigene Wahrnehmung, das kann natürlich auch sein, dass andere das nicht so sehen. Aber ich finde, ich bin eigentlich schon besser geworden, vor allem, weil ich jetzt die letzten Tage auch noch gar keine amerikanische Nummer hatte. Und unterwegs immer gar kein Netz hatte. Das ist natürlich auch nicht schlecht, weil dann guckt man nicht drauf. Und das Gute ist auch einfach, dadurch, dass ich weiß, dass ich die meisten Benachrichtigungen über Instagram und WhatsApp und so immer bekomme, wenn die Deutschen wach sind. Und ich weiß, tagsüber sind die Deutschen nicht wach oder die Europäer. Es ist ganz gechillt, weil dann erwarte ich auch nichts und dann kann ich ganz entspannt meinen Tag leben. Bei mir ist eher so morgens stressig und dann wieder spät abends, weil dann wieder alle aufwachen bzw. ins Bett gehen und dann natürlich wieder alle erreichbar sind. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz cool. Ja, ich chill jetzt hier, wie gesagt, hab mir gerade einen Bagel gemacht. Essen läuft im Moment echt ganz gut. Upsi-dupsi. Sport habe ich heute auch schon gemacht. Eine halbe Stunde unseren Trainingsplan, ja, auch den Journey Trainingsplan. Langsam sehe ich auch schon wieder echt Ergebnisse hier und Fortschritte. Also im Moment ist es echt ganz cool. Ach so, voll cool. Ich weiß nicht, ob es euch schon erzählt oder mir da einer erzählt, dass es anscheinend mit dem Schlafen zu tun hat. Also wenn man viel schläft, dass man dann auch weniger Hunger hat oder nicht mehr so Heißhunger hat. Und es kann schon sein, also weil ich erschlafe hier viel, viel mehr und viel regelmäßiger und viel besser als in Deutschland. Also könnte schon daran liegen. Ich habe auch Outfitbilder gemacht. Vierte Szene ist von den Sachen, die ich euch neulich jetzt schon gezeigt habe in dem kleinen Mini-Hall. Da habe ich jetzt Outfitbilder geschossen mit Elina noch draußen. Ja, das war's. Und ich glaube, heute mache ich nicht mehr viel. Ich muss jetzt noch, die Bilder muss ich jetzt noch an die Agentur schicken, weil die dringend brauchen. Die kommen nämlich auf die Tizenis-Webseite. Ja, ihr könnt mal schauen. Ich bin neben anderen größeren Bloggern auf der Tizenis-Webseite dann zu sehen. Und ja, ist eine längerfristige Kooperation. Ich freue mich schon. Und ansonsten wollen Lina und ich morgen wahrscheinlich an den Pool tagsüber, weil es soll so warm werden. Es war heute schon wirklich gefühlte 30 Grad. Es ist so heftig heiß gerade. Es ist total die Heatwave, so Sommer. Also wirklich heftig. Das ist fast so wie im Sommer, wo wir letztes Jahr da waren. Aber ich will mich nicht beschweren, das ist alles super. Und jetzt lasse ich euch auch mal wieder alleine. Ich habe schon wieder so viel gelabert. Also ihr Süßen, macht's gut. Ich entspanne jetzt mal ein bisschen. Ich glaube, ich lese ein Buch. Also macht's gut. Mir geht's gut. Ich hoffe euch auch. Ich hab euch lieb. Tschüss. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Freitag und somit Wochenende. Und wir machen jetzt heute mal uns einen entspannten Tag und gehen an den Mondrian Pool, die Skybar vom Mondrian Hotel. Und glücklicherweise wohnen wir nicht so weit entfernt. Das heißt, wir können da zu Fuß hinlaufen. Es ist zwar ganz schön steil hier, geht aber ganz schön bergauf. Aber es ist so schön, hier sind überall blühende Pflanzen und richtig schönes Wetter. Also heute ist richtig warm und ich freue mich drauf. Bis später. Und meine Freundin kommt heute richtig cool aus Hamburg, die Sarah. Die war jetzt schon vorher in Florida, in den Keys. Und die kommt später vom Flughafen. Voll cool. Bis dann, ciao. Ja, wir sind jetzt im Mondrian. Das ist geil, war es so schön. Ist echt geil. Leider sind gerade alle Liegen besetzt. Und da hat man einfach den schönsten Ausblick eigentlich. Aber es ist echt ein cooles Hotel. Also wenn, dann müsst ihr echt früh hier sein. Wir müssen schauen, dass immer was frei wird. Da oben kam übrigens auch richtig geil. Was trinken wir? Das ist eine Bar abends. Wieso so ganz schön abends. Also echt super. So, echt schönes Wetter. Leider sieht es ein bisschen schlafen. Wir haben jetzt hier gerade Mittagessen bestellt, so einen kleinen Lunch-Snack. Ich habe hier Hummus mit Gemüse, sieht mega geil aus und ein bisschen Brot. Und es ist so schönes Wetter, oh mein Gott, schaut das Wetter an, richtig, richtig geil.
macht das, Selina? Es ist so voll geworden hier, ist echt krass. Es ist so warm. Ich habe das Gefühl, es würde noch gehen. Hallo, ihr Lieben. Wir haben uns jetzt einen Cocktail bestellt. Sehr lecker. Es kommt nicht raus, dass so viel Beeren drin sind. Raspberry Mojito haben wir jetzt. Okay, und Berry. Also Berry Mojito. Und Blaubeeren. Und das ist Erdbeeren. Oh Gott, diese Brise tut gerade voll gut, voll angenehm. Ja. Oh, schön. Und es ist so schön hier. Und Leute, schaut mal, wie heftig der Pool mittlerweile voll ist. Ist hier echt richtig geil, voll. Wir haben einen schattigen Spot gesucht. Ja, es ist ein bisschen schade, dass hier nicht so die Musik so laut ist. Wäre eigentlich geil, wenn das jetzt hier so richtig so Party wäre und so. Aber es ist schon echt entspannend. Wir haben gesagt, es ist wirklich wie Urlaub. Es ist so ein Tag. Eigentlich muss man das einmal die Woche machen. Genau, wir sollten das echt einmal die Woche machen. Das ist unser Ritual. Weil es ist so richtig schön. Das ist echt wie so ein Mini-Urlaub. Voll geil. Hallo, wir haben einen wunderschönen Tag am Pool heute verbracht, am Mondrian in der Skybar, kann ich euch sehr empfehlen. Also generell ist das so, weil ich öfter schon gefragt wurde, ihr wollt immer Tipps haben für LA. Und das Ding ist so, dass ganz viele von den ein paar Hotelbars sind nicht für Nicht-Hotelgäste zugänglich. Und das war auch früher bei der Skybar so bei Mondrian. Aber mittlerweile ist es so, dass man da auch als Nicht-Hotelgast hin darf. Allerdings solltet ihr immer was verzehren. Das heißt, ihr solltet was trinken. Die Cocktails kosten $18, nur um euch vorzuwarnen, wie so die Preise da sind. Essen gibt's ab $12 oder so ab $9. Aber auch eher bis $9 bis $18 das Essen. Und das ist schon alles sehr, sehr teuer da. Ne? Also das ist nicht so, dass ihr da irgendwie eine Cola, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich denke mal, eine Cola wird auch bestimmt $8 kosten mindestens. Also da kriegt ihr, das Bier kostet auch $8, da gibt's nichts unter $8, sage ich jetzt mal so. Nur, dass ihr schon mal wisst, wie es ungefähr ist. Aber es war super schön und ich habe auch einen alten Freund hier getroffen, voll lustig. Hey, West Hollywood ist einfach das kleinste Dorf überhaupt, hey. So geil. Also LA ist so eine Riesenstadt, aber West Hollywood an sich ist halt sehr klein und West Hollywood ist halt irgendwie alles los, finde ich. Deswegen sind wir hier auch hingezogen, weil das so meiner Meinung nach mit die schönste Gegend ist eigentlich in LA. Und das Ding ist auch, wenn ich von LA rede oder wenn Vivien und ich von LA reden und sagen, dass LA so toll ist, dass LA unsere Lieblingsstadt ist, müsst ihr bedenken, dass ich mit LA ganz oft einfach nur West Hollywood, Beverly Hills, Hollywood, Santa Monica meine, also die schönen Stadtteile von LA, weil das ist halt natürlich so, es gibt hier auch Skid Row. Das ist einer der heftigsten Städte in Amerika. Der ist in Downtown LA, da sind 17.000 Menschen wohnen da. Und von den 17.000 haben, glaube ich, nur 4.000 ein Dach über dem Kopf. Das heißt, da sind ganz, ganz viele, die ganzen Homeless, also die ganzen Obdachlosen. Und das ist halt auch ein Riesenproblem für die Stadt an sich. Und natürlich ist LA, hat auch sehr viel Crime, die Crime Rate, also die, wie sagt man, Crime. Oh, ihr müsst mich echt entschuldigen, mein Englisch ist, also mein Deutsch ist mir so schlecht geworden, weil das geht bei mir immer ganz, ganz schnell, dass mein Kopf völlig durcheinander ist und alles durcheinander mixt. Aber also nur, dass ihr wisst, LA ist einfach im Endeffekt eine, LA besteht aus hunderten kleinen Städten und ist einfach in dem Sinn eine große Stadt zusammen, aber nicht alle Stadtteile von LA sind schön. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil ich glaube, viele sind enttäuscht von LA, wenn sie nicht wissen, wo sie hingehen sollen und wo es schön ist. Aber deswegen müsst ihr euch einfach noch meine Videos anschauen. Ich versuche euch ja immer zu sagen, wo ich es schön finde. Und genau, also heute war ein super schöner Tag. Wirklich richtig, richtig geil. Es war wie so ein Mini-Urlaub. Und jetzt wollte ich euch mal kurz was zeigen, nämlich wir kommen nach Hause und dann sind hier einfach so heftig viele Pakete. Und wir haben uns schon vor aufgeregt und dachten so, boah, was stellen die Leute jetzt hier, irgendwelche Küchen oder irgendwelche, sieht aus wie, finde ich, wie so ein Kühlschrank aus, hin, weil ich da gerade mega Bauchspiele. Und dann schaue ich so drauf, beziehungsweise Natalie schaut so drauf, sie so, nee, Luisa, das ist für dich. Ich so, was? Richtig krank. Das sind einfach die ganzen Guest-Sachen, glaube ich, das kommt aus Italien direkt. Das heißt, ich werde meine ganzen neuen Guest-Sachen bekommen haben. Ich freue mich, ich werde es euch natürlich zeigen, wenn ich es auspacke, aber das mache ich heute nicht mehr, weil ich jetzt ein bisschen kaputt bin und schlafen gehen muss. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Samstag und wir fahren später an den Strand. Ja, wir sind Sarah und ich auf jeden Fall. Hallo. Und das ist Sarah. Erinnert ihr euch vielleicht noch an sie? Das habe ich gar nicht hochgeladen, das Video. Hast mit dir. Nicht? Nein, weil da ging es mir so schlecht und dann habe ich das weg. Das war zu der Zeit, weißt du, wo ich die alten Videos immer hochgeladen habe. Ja, ja, ja. Ja, weil ich habe sie nämlich getroffen auch, wo ich in Hamburg war, waren wir gut feiern, das war mega lustig und ja, so. Das war echt und so Party. Ja. So richtig old. Wir waren so seit Jahren mal wieder auf dem Kiez unterwegs und dann auch gleich bis zum und bitteren Ende, ne? Das war lange, wir waren richtig lange, ne? Ja, richtig lange. Es war mega lustig auf jeden Fall. Ja, jetzt ist Sarah hier, drei Wochen in LA bei mir. Ich habe endlich wieder einen Roommate, ja, endlich wieder eine Bettgenossin hier. Bin ich mehr alleine. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Und ja, wir fahren jetzt heute an den Strand. Genau. Und Sarah macht Sprachschule hier. Ja. Genau. Und dann werdet ihr natürlich jetzt noch ganz viel von uns demnächst hier sehen, weil wir, denke ich mal, einiges zusammen machen werden. Hoffentlich. Ja, ich freue mich schon so. Ja. Und Lina kommt auch später, die ist gerade noch beim Tennis-Training geben. Und Natalie kommt auch mit und Jess wollte vielleicht auch nachkommen. Und ja, okay, für alle, die meine Snapchat-Story, vielleicht blende ich sie euch ein, meine Snapchat-Story, weil ich habe sie gespeichert. Ich habe gestern gesnapchat, weil ich habe einen Typen gefunden bei Instagram beim Stalken.
Der, oh mein Gott, mein neuer Traummann, ja, das ist der neueste, oh mein Gott, der sieht, das ist so unrichtet und blond und noch besser aussehen und oh, und der ist so lustig, der macht die ganze Zeit irgendwelche Sketche, du fandest den auch lustig. Ja, ich fand den auch witzig. Der macht so kleine Videos und so und der ist halt auch wieder Schauspieler-Model, was natürlich eher nicht so geil ist, aber egal, das ist immer schwierig, aber der sieht echt voll, voll lieb aus und voll nett und ein Freund von mir kennt den, ist mit dem befreundet und jetzt muss ich irgendwie versuchen, über den ranzukommen. nein, mal schauen. Aber auf jeden Fall so geil, weil ich habe eine Snapchat-Story darüber gemacht und habe das so erzählt. Und dann gehe ich heute Morgen auf sein Profil. Und auf einmal folgen ihm einfach, obwohl ich seinen Namen nicht mal erwähnt habe, ja, ich habe nichts davon erwähnt, folgen ihm so mindestens 10, 15 deutsche Accounts, was definitiv Follower von mir waren, ja. Also ihr, ja. Ihr seid gemeint, ihr dürft euch angesprochen fühlen. Super lustig. Ja, mega lustig. Ihr seid genauso schlimm wie ich. Also tut gar nicht erst so hier. Nein, alles gut. Aber ja, er hat sich leider nicht. Aber er hat ja, keine Ahnung, vielleicht hat er es auch gar nicht gesehen, dass ich die Bilder geliked habe. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Aber der Freund hat auch nicht geantwortet. Ich habe ihm gesagt, dass ich den süß finde. Und wenn das Ding ist, soll er mich dem mal vorstellen. Das hat er nicht drauf geantwortet. Genau, finde ich auch. Ja, wir stalken noch mal ein bisschen weiter. Wir stalken noch ein bisschen weiter. Wir halten euch auf dem Laufenden. Also, ihr Süßen, bis später. Tschüss. So, meine Lieben, ich bin nach über einer Woche auch mal dabei, meine Sachen auszupacken. Ich habe jetzt hier unseren Schuhschrank eingeräumt oder wieder neu sortiert. Da gibt es auch noch ein richtiges Roomtour-mäßiges Video. Das kommt demnächst. So, und hier, ich bin ein bisschen geschockt, wie viele Klamotten ich doch dabei habe. Im Endeffekt, das ist so krank, viel ich mittlerweile hier habe. Das ist alles komplett voll. Hosenröcke, nochmal Röcke, Oberteile, Pullover. Und hier ist auch noch einiges, Taschen, hier hängt noch einiges an Jacken, Sachen, bla, Bikini, Sportsachen, ganz viele hier. Also irgendwie doch echt einiges, scheiße. Ja, kann sein, Paar. Das meine, ja, erzähl ich gleich. Also ihr Lieben, wir sind jetzt hier gerade mit Dinas Auto unterwegs und Sarah ist am Start, Lina ist am Start. Oh, den Remix kenne ich gar nicht. Wir hören The Weeknd, ja, mein Favorite hier mit Often. Sag mal, wie man das letzte Mal, wo wir in L.A. waren. Das ist komplett der L.A.-Song vom letzten Mal. Und wir fahren jetzt zum Strand nach Venice Beach. Und es ist super geiles Wetter, es ist so heftig, heiß, es ist absolutes Sommerwetter. Und wir hören uns später nochmal. Einmal ist das so krass, das ist die heftigste Säule. Total schön. So weiter. Mega geil. Ach, ich glaube. Zurück. Oh mein Gott, ich freue mich gerade so. Das erinnert mich noch so sehr an letztes Mal, wo ich immer gejoggt bin am Strand in Santa Monica. Noch für meinen Halbmarathon damals mit Nike. Und die Mädels, weiß ich am Bildrand. Oh, dreht diese ganzen Fernseher gerade stehen und meine Freundin war gerade im Wasser und die hat das so krass viel von euch vorbeigenommen ist. Mit dem SSS, die kleine Schildkröte. Nein, sehr geil. Sehr schön. Aber nicht total, ich lag so wunderbar. Ich finde die Mädels am Chillen. So schönes Wetter. Hallo Lieben. Wir warten jetzt gerade, wir müssen warten, weil wir sind im Tex-Mex Café in West Hollywood und da sind die Mädels. Wir hatten so einen wunderschönen Strandtag. Oh mein Gott, das Licht ist gerade so toll. Es ist so ein richtig schönes Abendlicht, aber jetzt muss ich wieder weg. Und wir warten auf jeden Fall gerade, weil es so übertrieben voll hier gerade ist. Oh Gott, ich sag so oft gerade und voll. Oh, die schaut aber ganz lieb hier, die Madame. Was ist da los? Oh, schaut. Oh nein, das ist echt gut. Okay. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt essen und wir hatten so einen schönen Tag am Strand. Es war richtig, richtig schön. Chap, chap, chap. Was war das? Chap, chap, chap. Sag dir bitte nicht, oder? Sag mir so chap, 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 chap. Von was redest du? Chap, es geht es live. Verstehst nicht. Ich höre gar nicht zu. Aber ja, super geil. Und. Ich weiß nicht, machen wir heute noch irgendwas oder schauen wir unsere Serie? Wir haben eine neue Serie entdeckt, das hat Lina aber schon auf ihrem Kanal erzählt. Secrets and Lies! Genau, mit Ryan Philipp, Ryan Gosling. Wie heißt der? Nee, Ryan. Ist das Ryan Philipp oder Ryan Philipp? Ryan Philipp, ja. Oh, I don't know, tell me. Was sagst du? Philippe. Philippe. Ryan Philipp. Ja, Ryan Philipp. Genau, der hat eine neue Serie, die ist echt cool, die ist richtig spannend. Wir haben gestern Nacht noch bis 3
die beiden Mädels haben es eigentlich geschaut, ja? Diese zwei da. Die zwei da, die sich ein Zimmer teilen, ein Bett. Und dann haben diese zwei Mädels entschlossen, dass wir es nachmachen. Genau, dann haben diese zwei Mädels es nachgemacht. Pass auf, Alter, mit meiner Tasche, ja? Digga, was geht, ne? Willst du die Straße lassen? Ja, dann haben wir das gestern Nacht noch geschaut. Wann waren wir im Bett? Wir waren erst um 3:30 oder so, ne? Ja, klar, ich schon drei. Hallo, wen ist interessiert? Oh Mann, ey, ja. Na, auf jeden Fall ist es echt eine coole Serie. Wir haben richtig Hunger. Ich habe Hunger und der sah richtig gut. Wir haben was auch Lust zu trinken. Quesadilla, Burrito? Was geht? Wollt ihr? Quesadilla, ich auch. Weißt du, was ich brauche? Mit dir, das ist so geil. Much, Leute, ich gebe, also, ich habe jetzt eine Idee für euch. Wenn ihr abnehmen wollt und wenn ihr Bauchmuskeln haben wollt, die braucht gar nicht Sit-Ups machen, die braucht einfach nur eine lustige Freundin wie diese hier. Die bringt euch die ganze Zeit zum Lachen, dass meine Bauchmuskeln einfach permanent angespannt sind, weil ich die ganze Zeit lachen muss. Oh, das ist so süß. Oh, das war echt cool. Oh, cool. Also, so, was ich erzählen wollte, ihr müsst hier leider manchmal am Wochenende den Samstag ein bisschen warten. Wir haben jetzt 20 Minuten gewartet. Aber jetzt sitzen wir hier und haben einen wunderschönen Tisch. Ja, hier sind die Mädels im Kino. Wir stehen schon Nachos bereit, oh mein Gott, so lecker. Ich habe so Hunger, wir haben alle so einen Hunger, oh mein Gott. Und Sarah freut sich, lacht schon, weil sie noch nicht dran gewohnt ist, dass wir mal filmen. Aber für uns ist schon ganz normal. Also. What the fuck, so krass. Wir haben jetzt schon zum dritten Mal hier so ein Basket nachbekommen, diese Nachos, wie man sie nennt. Wie sagt man eigentlich, heißen Nachos oder Tacos? Ich verwechsel sie mal. Was? Heißt die Nachos oder Tacos? Tacos. Nein, Tortilla-Chips. Tortilla-Chips, genau. Ey, ihr seid alle, ja, Nachos. Die kriegen die meist mit Käse, ich weiß nicht. Okay. Aber wir haben die schon zum dritten Mal nachbekommen, das ist halt so krass, so bezahlt halt, nicht? Das ist echt krass. Dafür? Ja, glaube ich. Mit Burrito und sie hat Käse und ich auch wieder Bier. Ey, warte mal, ich muss das erklären. Hallöchen. Wir haben News für euch. Ja. Erzähl. Die Lulu und ich kriegen jetzt vielleicht doch noch echt ein Ticket für Coachella! OMG! OMG! Nein, richtig geil. Wir kriegen... It's gonna be awesome! naja, auf jeden Fall. Müssen wir uns dann noch jetzt drum besorgen. Oh, das Ticket besorgen. Wir laufen gerade wie ein Weiber nackt rum, das ist ganz normal. Schick dir egal, hey, komm, tu nicht so, ist doch normal. Fuck off. Brownie, sexy, babe. Okay, jetzt, aber jetzt lass uns mal bitte konzentrieren jetzt. Okay. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig, weil diese Ansicht da drüben. Ich würde gerne die Kamera schwenken, aber ich bin mal so nett und lass es. Sexy. Okay, jetzt komm, bitte. Mann, puh, ist schwer ganz heiß hier, ey. So, Mädels, jetzt schauen wir uns mal das Line-Up an, ne? Ja, genau. Warte, ich dreh kurz die Kamera auf. Alles klar. Also, jetzt schauen wir mal das Line-Up an. Was kennst du? In your ACDC. Ich kenne Alesso, Alesso, geil. Nero kenne ich auch, die sind auch gut. Echt? Ich kenne ACDC. Mama Ghostface Killer sagt mir auch. Lucky Lee! Axwell! Wer ist Lucky Lee nochmal? Das ist doch das Lucky Lee, I follow you, deep sea baby. I follow you, got ja, Olsen's. Dann, das denke ich immer an die Olsen's Twins. Ja, vielleicht machen sie echt warte, DJ. Warte, was gibt's noch? Oh, was ist das dann? Da gibt es, die anderen sagen mal nichts. Ohne Witz. Weekend. Warte mal kurz. The Weekend.
okay, jetzt in voller Ruhe. Okay, in voller Ruhe. Jetzt soll loswerden. Florence and the Machine. Kannst du dich von deinem Sachen befreien? Du bist auch schön. Kannst du dich an den Song erinnern von meinem Auto? The dark days are over. Ja, ja, the dark days are over. Ja, ich weiß, Okay, okay, aber... jetzt wollte ich jetzt eigentlich sagen, Martin Solveig. Oh! Das ist dieser... Line-Up anschauen. Nee, das ist ein anderer. Ich wollte gerade sagen, Tiger. Hey, Vance Joy, Leute, Vance Joy! Duke Dumont! Duke Dumont! Duke Dumont! Du kennst das Lied! Das ist so geil, das ist. Warte, ich kann es hier spielen. Okay, jetzt zeig ich dir erstmal was. Scheiße, warte, was? Ich muss noch was schauen. Okay. Boah, alter okay. Leute, oh mein Gott, ich bin und fertig. Und bei Herrn Kahn können wir die Special Collection noch einkaufen gehen und wir müssen das machen. Leute, ich will jetzt auch Okay. Okay. Sarah denkt ja auch noch, was du das für kranke Mädchen hier. Oh, du bist scheiße. Ich hab Kopfschmerzen. Ich bin schon ausrasten. Ich kann nicht mehr. Ich hab Feierabendshots am Montag, ne? Scheiße. Du bist in der Ebene. Oh Gott, krass. Scheiße, ich hab auch. Okay, Leute. Oh, ich kann nicht mehr, Leute. Ich bin fertig. Dann müssen wir denen kurz die Leute zeigen, von denen wir hier reden, ne? Okay, okay. Ich muss kurz kommen. Also, oh Alter, mein Lass. Gott, Alter, das wird so krank, das wird das so krank. Kurz laut. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh, geil. Okay. Geil, natürlich, natürlich. Oh, mega. Ja, klar, super geil. Oh mein Gott, ey, das, oh mein Gott, oh mein Gott, das wird so. Das kann ich auch, das kann ich auch. Das ist Odessa, die ist ja auch so geil. Das kann ich auch. Das ist halt so mega entspannt. Wow, geil, wenn du tagsüber da und dann dance. Die und dann haben wir oh, mega, mega geil. Mega geil. Mega geil. Say my name! Ich kann nicht singen, Alter. Und dann ist da. Thorns in the Machine. Ja, ja, das ist geil. Das ist auch mega. Leute, Rosia, wie auch immer man die ausspricht, kommt auch. Wie geil ist das, bitte? Und Drake und The Weeknd. Oh mein Gott, ich raste aus. Geil. Ich find's halt geil, dass wir halt unseren Hip-Hop kriegen, den wir ja, mega. Unseren Elektro und auch noch schön chillige. So. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin hier mit meiner Liebsten. Ja. Und wir gehen jetzt joggen, ja. Das erste Mal, dass ich wieder hier bin. So, wenn wir jetzt zum Running laufen, weil Sarah war da noch nicht. Ja, genau. Dachte mir, komm, gehen wir gleich mal joggen. Es war ein bisschen anstrengend, aber es wird schon. So, dafür die Belohnung ist dann, dass man auf dem Running oben ist und den geilsten Blick hat. Deswegen wird es sich lohnen. Ich freue mich schon tierisch. Und es ist nämlich der wärmste März seit 1977. Es ist übertrieben heiß, deswegen dachten wir uns, komm. Ich wollte schon immer mal in meinem Leben nur mit einem Sporttop zum Running gehen. Hab's mich nie getraut. Im Moment läuft mein Sporttraining echt ganz gut. Deswegen haben wir gesagt, okay, heute machen wir es. Genau. Heute trauen wir uns mal hier. Ja. Yeah. Sarah ist am Start. Die ist nämlich auch super fit, die kleine Maus hier. Ja. Yeah. Wir zwei haben auch schon früher, waren wir auch schon mal. Wir waren immer ganz. Wir waren eigentlich schon mal Sport in der Schule. Wir hatten ja auch genau. Herr Lutz oder Sport, der Kager hatte ich nicht. Aber ich laufe zu Hause immer mit meinem Hund. Also ja, du bist schon eine kleine, auch ein kleines OCJ-Mädel hier. Yay. Am Start. Sehr cool. Ja, genau. Also wir werden jetzt mal anfangen zu joggen, weil wir müssen ja auch wirklich laufen und nicht hier nur labern. Deswegen hören wir uns später. Tschüss. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt bei Manien gelaufen hier. Die machen übrigens mal Yoga sonntags. Glaube ich, das ist echt ganz geil. Sarah ist am Trinken, wir sind ganz schön fertig, ne? Aber sie hat gut durchgehalten. Oh, ey, krass, ey. Sehr gut. Und jetzt geht's noch weiter. Wir sind ja noch nicht vorbei. Es geht jetzt noch hier. So, Leute, nur damit ihr mal seht, das ist echt nicht so leicht, wie man immer denkt, wie es manchmal aussieht. Sarah ist schon ganz schön fertig. Ist auch völlig normal. Ich war auch am Anfang hier richtig, richtig fertig. Weil ich glaube, viele denken, man kann hier so easy peasy hoch.
Lina und ich machen das ja mittlerweile echt schon richtig, richtig lang und oft. Das ist schon ganz schön anstrengend, ne? Ah, mega. Aber es lohnt sich, glaub mir. Ihr müsst einfach dranbleiben und je öfter ihr das tut, desto einfach wird's. Und das ist einfach echt heftig, weil es hier richtig, richtig steil hochgeht. Aber you can do it, guys. So, ihr Lieben, wir haben es endlich geschafft. Oh mein Gott, es war so heftig. Ich kann nicht mehr. Ich bin noch nie so krasse Berge gelaufen. Es ist echt irre. Also, oh mein Gott, Leute. Oh, das ist so gut geworden. Sie ist fertig, ey. Die Kleine ist fertig. Ja, aber es ist wirklich heftig. Also ihr dürft das echt nicht unterschätzen. Das ist halt einfach extrem steil hier. Das geht hier wirklich hoch und Sarah musste sich zwischendurch echt ein paar Mal hinsetzen. Das ist auch völlig normal. Ja, Respekt. Das ist so krass. Und das ging mir früher, glaube ich, echt nicht ähnlich. Ich bin das einfach mittlerweile schon so oft hier gelaufen. Ich bin das auch gewohnt von mir zu Hause, habe ich euch ja erzählt. Da die Berge bei uns, das ist halt schon richtig heftig. Ich jogge auch mit meinem Papa mal im Wald und das ist einfach richtig krass. Deswegen bin ich das schon relativ gewohnt. Aber wenn man das nicht gewohnt ist, ist es wirklich heftig hier. Wir nehmen nächstes Mal mindestens 5 Flaschen Wasser. Ja, wir haben auch kein Wasser. Das ist echt blöd. Wir haben vergessen, Wasser mitzunehmen, was natürlich echt blöd ist, weil normalerweise sollte man hier schon echt Wasser mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Aber sehr gut. Jetzt kommt der nette Part. Jetzt geht es nicht nur noch bergunter. Das heißt, es ist nicht mehr so schlimm. Genau. Und wir werden gleich noch einen richtig, richtig coolen Smoothie trinken. Oh ja, ich freue mich schon richtig drauf. Ja, ich freue mich da total drauf. Und eine richtig kalte Dusche würde ich nehmen. Oh ja. Jetzt so wäre ein Pool. Wir haben schon gesagt, das wäre so ein Pool hier ganz nett. Von den ganzen geilen Häusern, die hier stehen. Egal welcher. Ich nehme jeden Pool, der kommt. Aber das Geile ist, ich habe mich noch schön ein bisschen eingesprüht, deswegen hoffe ich, dass ich auch ein bisschen braun werde, ja? Gleich mal Sport mit Tanning verbunden. Oh, mein Arm tut langsam auch weh, weil die Kamera ist ganz schön schwer, also wir hören uns später. Oh mein Gott, Leute, beste News des Tages, sorry. Na, dass mein Laptop wieder geht. Das ist so genial, Leute, wisst ihr was? Guck mal, mein Laptop ging jetzt 3 Tage nicht, ne? 3 Tage lang konnte ich nicht bloggen und gar nichts machen. Und ich hatte auf einmal... Und der ging 3 Tage lang nicht und ich habe es auch gar nicht probiert und ich hatte eben stand ich vorm Spiegel und auf einmal hatte ich so diese Eingebung, wirklich wie so eine Eingebung, dass er wieder geht. Und auf einmal geht er wieder. Ja. Aber er geht wieder, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich freue mich. Freust du dich auch für mich? Ah, tschüss. Aber ganz ehrlich, Coach. Krass, oder? Das